Jetzt haben wir uns mal hingesetzt, wollten eine Runde chillen. Und natürlich haben wir auch das Mikro ausgepackt und ein paar Leute gefunden, die wir jetzt vom Chillen abhalten. Wir haben uns nämlich mal zu ein paar Leuten gesetzt, die ja mal nicht, die ja quasi privat hier sind, wie es scheint. Und hallo, ich bin der Andi, wer seid denn ihr? Hi, ich bin die Laura. Hallo Laura. Ich bin der Lukas. Der Pasi. Sebastian. Sabrina. Und die Sabrina. Sehr gut. Ja, wir sind hier heute auf der, wie heißt die, German, muss die Reihenfolge ja immer beachten, German Comic Con Frankfurt. Eine von mehreren Veranstaltungen dieser Art hier in Deutschland und auch das erste Mal hier in Frankfurt. Was erwartet ihr? Wart ihr schon auf einer anderen Con? Wie sind so eure ersten Eindrücke von der Veranstaltung hier? Wir zwei waren letztes Jahr schon auf der Comic Con in London. Und ich habe eigentlich gehofft, dass es wieder genauso wird. Und ja, was erwarte ich noch? Coole Shirts, coole Cappies, sowas halt. Vielleicht noch ein paar Comics oder so. Geile Kostüme. Ich frage mal so direkt, erwartet ihr auch Influencer? Bitte? Erwartest du Influencer? Nein. Sehr gut. Offensichtlich weiß kein Mensch, was Influencer sind. Das ist aber ein ganz großer Teil des Online-Marketings. Wenn man sich mal das Heftchen hier anschaut, sind das ganz viele YouTuber und Twitch-Leute und so. Das sind sogenannte Influencer. Kennt ihr die überhaupt? So was haben wir nicht so viel am Hut, muss ich sagen. Also ich interessiere mich auch nicht so. Vieles gelogen, eigentlich gar nichts. Ja, interessiert mich auch wenig. Ja. Sehr gut, also ihr habt auch keinen blassen Schimmer, wenn es ist, ne? Teilweise ganz schön nervig sein, solche Leute. Also ich habe schon ein paar jetzt gesehen, die laufen dann hier so durch, filmen sich halt selber oder stellen die Kameras auf. Ich weiß nicht, filmen auch die anderen Leute, als ob das so okay ist, ohne halt die Genehmigung irgendwas sich zu holen. Ja, wenn die dieses Bändchen tragen, ist das cool. Wenn die dieses Bändchen nicht tragen, habe ich nicht gesehen. Ah ja. Okay, sehr gut. Ja, wollte ich, also es gibt ja auch ganz viele Panels, ganz viele Stars, die kommen. Ich meine, wollte ich von irgendwen gezielt anschauen, dass ihr irgendeinen Namen kennt. Die sind ja auch an diesem Heftchen jede Menge Leute genannt. Keine Ahnung, wir haben eben ein Panel gesehen von dem Typen, der beim Hobbit mitgemacht hat zum Beispiel. Wir haben auch schon ein paar Verlage uns angeschaut. Gibt es so gezielt Verlage, die ihr euch angucken wollt oder Panels, die vielleicht bei euch auf dem Schirm stehen und lasst euch das mehr so auf euch zukommen? Da sind schon ein paar coole Stars dabei, die mal, also was schon geil ist, wenn man die mal in echt sieht, aber jetzt irgendwie ein Autogramm oder so für 30 Euro, das wird, ich finde es halt übertrieben. Weiß nicht, 30 Euro für ein Autogramm. Das ist ein bisschen diese Kommerzausschlachtung, ja, wenn man genau. Wirklich die Fan-Nähe sucht. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite, okay, kann ich es verstehen, aber auf der anderen Seite finde ich schon die Preise sehr hoch für ein Autogramm nur ein einfaches, also ja. Ja, das ist das Konzept dieser Conventions, dass du da immer noch, keine Ahnung, bis zu 45 Euro ist wohl das teuerste Autogramm, das ich gesehen habe. Aber man muss ja nicht. Man kann sich auch die Panels anschauen, man muss da kein Geld dafür ausgeben. Heimlich ein Foto machen, das geht auch. Ja, die Veranstaltung trägt es im Namen, ist ja eine Comic-Con. Also es geht ursprünglich, der Ursprungsgedanke des Ur-, also das Quellmedium ist der Comic. Seid ihr auch Comic-Leser? Habt ihr euch, lest ihr regelmäßig Comic? Und wenn ja, was lest ihr denn so? Ja, eigentlich quer durch zwischen Marvel, DC, auch Spawn. Bin eigentlich heute hergekommen mit dem Ziel, schon so ein paar Exemplare zu finden, die etwas älter sind, etwas wertvoller sind, auch in gutem Zustand sind, ja, die ich mir dann eventuell daheim einrahmen kann. Also schön graden und dann an die Wand. Hier sind auch ein paar Indie-Verlage, ist es für dich interessant? Jetzt Plan Productions, The Next Art ist hier. Ist es für dich interessant? Jetzt kurz beim Durchlaufen habe ich ein paar gesehen, die sahen nicht schlecht aus. Also wenn wir jetzt die Pause beendet haben, werden wir vielleicht nochmal durchgehen und ich werde nochmal intensiver danach gucken. Also ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber der eine, also das vom Deckblatt oder besser gesagt von den Zeichnungen, das sah nicht schlecht aus. Also ja. Ja, cool. Und eine letzte Frage, bevor ich euch dann entlasse. Wie sieht's aus mit dem Cosplay? Habt ihr schon erste Kostüme gesehen, die euch total beeindruckt haben? Gab's da irgendwas, was ihr geil fandet? Wie sieht's? Ja, viele Harley Quinns. Der Klassiker. Ja, einen coolen Batman. Was haben wir noch gesehen? Ich finde es halt auch beeindruckend, dass viele halt die Kostüme auch selbst nähen oder basteln. Und also finde ich schon echt erstaunlich, wie echt die das auch teilweise hinbekommen. Ja, schon interessant.
sich einfach anzugucken halt, ja. Auch diese Detailarbeiten, die Liebe wirklich dann, die da reinstecken, das sieht man schon in vielen Sachen. Also das finde ich wirklich ganz toll. Und wie professionell das auch mittlerweile schon geworden ist, schon Wahnsinn. Auch Imitationen von Waffen oder allein vom ganzen Aussehen, ja, das ist schon sehr beeindruckend. Alles klar, dann vielen lieben Dank für eure Zeit und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschö. Und weiter geht's. Gerade habe ich mir eine Runde Nudeln mit Hähnchen reingepfiffen und jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Energie. Und hier sind drei Ladies, haben hier auf dem Boden gesessen, die fallen einem natürlich sofort auf, weil die nicht aussehen wie jeder andere, den man so auf der Straße trifft, sondern sie sind hier als Cosplayer unterwegs. Hallo, wer seid ihr und als was seid ihr hier unterwegs? Ich bin Nina, ich bin heute als Padma Amidala aus Star Wars unterwegs. Ich bin Sam, ich bin Corey oder auch Starfire. Ich bin Kim und ich bin Batwoman aus Bombshells. Cool, das heißt, wir haben jetzt zweimal DC und einmal Star Wars, das ist ja inzwischen Marvel quasi, ne? Gehört ja zum Marvel Verlag inzwischen, die Comics, die da gerade raus released sind. Ihr seid die ersten Cosplayer, die wir heute interviewen, bevor wir uns da ein bisschen ins Detail verirren. Wir sind ja auf der German Comic Con, muss auf der Reihenfolge mal achten, da gibt es ja so viele inzwischen. Wart ihr schon mal auf ähnlichen Veranstaltungen und wie ist euer erster Eindruck? Ja, also wir waren schon auf ein paar und es ist sehr voll, muss man sagen. Eigentlich auch relativ klein der Raum. Für normale Comic-Con-Verhältnisse. Die in Düsseldorf ist riesengroß im Vergleich zu hier. Aber ja. Meinst du nicht Dortmund? Ah, Dortmund, Düsseldorf, ey, alles dasselbe. Wo kommt ihr her eigentlich, ursprünglich? Ich komme aus Gießen. Frankfurt. Okay, prima. So, was sehen wir denn jetzt hier? Wir haben hier verschiedene Kostüme. Du hast gemeint, du bist die Batwoman aus Bombshells, aus den Bombshell-Comics. Liest du selbst auch die Comics? Ja, auf jeden Fall. Was liest du so? Oh Gott, ich lese so viel. Also sowohl DC, Marvel als auch Image und Vertigo, aber von Vertigo eigentlich nur Preacher. Das fand ich nicht so cool. Und im Moment hauptsächlich Deadpool, Bombshells, Grayson, Batman. Die deutschen oder die englischen Ausgaben? Englisch. Englisch. Ja, die deutschen sind nicht so geil. Und bei euch? Ja, also teils. Paar DC, ich bin nicht so ganz der Marvel-Fan und halt da eher so Red Hood und Outlaws, auch Englisch lieber als Deutsch. Also passend zum Charakter. Ja. Und bist du auch so ein bisschen Comic-affin oder sind es bei dir eher die Filme? Ich bin auch Comics, also ich bin Cosplay auch öfter dann Comic-Charaktere, nur heute mal nicht. Ich bin dann aber auch die Englisch liest und aber hauptsächlich auch DC, auch eigentlich zu 0,0% Marvel. Alles klar, das ist eine sehr eindeutige Aussage. Habt ihr das mitgekriegt vor kurzem? Da gab es ja diese, vor zwei Wochen gab es diese Marvel-Veranstaltung, wo sie ganz viele so Verkäufer eingeladen hatten. Und da sind jede Menge Internas von Marvel geleakt worden. Also quasi so Sachen, die dann Chefs von Marvel gesagt haben. Und die ging halt dann in der deutschen Presse, in der deutschen Comic-Presse rum. Unter anderem ging es um die ziemlich kontroverse Aussage, dass für ein Comic-Heft der Autor deutlich wichtiger ist als der Zeichner. Also Käufer würden vor allem immer eher des Autors wegen einen Comic kaufen oder weil der dicke Nummer 1 draufsteht und weniger des Künstlers wegen. Wie ist da eure Meinung? Also ich kann einen Comic lesen mit einer scheiß Story, wenn die Kunst geil ist, aber egal wie gut die Story ist, wenn der schlecht gezeichnet ist, kann ich mir den nicht geben. Also es ist mir schon wichtiger, dass es gut aussieht, weil darum geht es ja bei Comics. Ja, dass es gut gezeichnet ist. Und ich finde auch, die Story ist auch wichtig. Also, wenn das jetzt so ein total, macht überhaupt keinen Sinn und einfach nur noch Fanservice ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Kümmern wir uns jetzt mal um eure Cosplay-Outfits. Wir waren vor zwei Wochen auf einer Convention für LARP. Ich weiß nicht, ob ihr LARPs kennt. Da darf man nicht sagen, dass die Leute Kostüme tragen. Die sind alle gewandet. Wie sagt man denn bei einem Cosplayer? Sind das Kostüme? Ja, im Grunde schon. Das heißt ja Costume-Play. Alles klar. Ja, was genau habt ihr denn jetzt gemacht? Was ist selbst gemacht an den Kleidern? Vielleicht beschreibt ihr mal kurz, weil wir es ja nur Audio, man sieht euch ja noch nicht, es gibt ja nur ein Foto nachher. Was ihr tragt, was ihr selbst gemacht habt, was man eher so kauft, wie ihr so ausgestattet seid. Bei mir ist nichts selbst gemacht, alles gekauft. Sagt Starfire. Ja, also von Starfire. Ich bin wirklich total unbegabt, was Nähen betrifft. Bin schon froh, wenn ich mein Make-up auf die Reihe bekomme. Deshalb kaufe ich mir die auch. Aber deine Haare sind selbst gefärbt oder ist eine Perücke? Ist Perücke. Also, eine Frontlace-Perücke. Zieh sie wieder runter. Ja, also nichts davon echt. Und wie sieht das bei dir aus mit deinem Star Wars-Gewand?
Bei Padme ist tatsächlich alles komplett selbst gemacht. Ich habe den Stoff selbst gefärbt, ich habe die Perücke selbst frisiert, weil sowas bekommst du nicht gekauft. Es sei denn zu horrenden Preisen von was ist ich was, wie für 100 Euro. Und ich mache auch meine Sachen lieber selbst. Dementsprechend alles selbst gemacht, komplett. Das heißt, du hast also mehrere Kostüme, mit denen du dann auch bei verschiedenen Veranstaltungen unterwegs bist. Was gibt's da noch? Ich cosplay hauptsächlich Harley Quinn. Aber keine Suicide-Version, sondern hauptsächlich die klassische Version. Ich mache noch ein bisschen auch Genderband, also dann männlich in weiblich. Beispielsweise mache ich einen weiblichen Anakin Skywalker noch zusätzlich. Sonst DC, Joker habe ich schon gemacht. Ich werde jetzt demnächst noch ein paar Anime-Cosplays dazu machen. Das ist weite Masse, die ich mache. Was habt ihr denn noch so an Cosplays hier gesehen? Ihr seid ja viel unterwegs. Wir haben bis jetzt noch nicht jeden angesprochen, wobei wir uns, glaube ich, noch mit dem einen oder anderen Batman hier unterhalten müssen. Und Harley Quinn ist ja auch so, es gibt ja häufiger, möchte ich mal freundlich formulieren. Was habt ihr so gesehen? Was sind eure Eindrücke? Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn ohne Perücke, Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn mit schlechter Perücke. Ja, genau, sind alles Suicide Squad Harleys. Ja, sehr viel Harley Quinn, sehr viel Ghostbusters, sehr viel Star Wars. Robin Cosplayer. Leider fucking Damien. Robin Cosplay, echt so viele sind eine oder zwei, ja, habt ihr gesehen? Hier sind mehrere, aber die cosplayen immer, es gibt ja verschiedene Robins und die cosplayen alle immer Damien. Schlimmste. Niemand mag Damien, außer Nightwing und der mag jeden. Ja, aber was vermisst ihr denn? Also was würdet ihr euch denn eher wünschen? Die Comic-Con selbst hier ist eine Veranstaltung, trägt zwar den Comic im Titel. Würdest du bestimmt sagen, dass eigentlich die Veranstaltung würde sich mehr und mehr vom Ursprungsmedium entfernen und würde vor allem die Kinogänger alle abholen, damit die mal einen Blick in den Comic werfen. Was so euer Eindruck? Ist es so ein Massen-Mainstream-Medium mit Mama und Papa, die mal einen Comic mitnehmen oder sich ein Panel anschauen? Oder was so euer Eindruck von der Veranstaltung? Mainstream. Wirklich. Ja. Also oftmals Mainstream. Man sieht halt hier sehr viel, beispielsweise Suicide Squad, was halt auch das Problem ist. Es zieht auch ab und zu Cosplay so ein bisschen ins Lächerliche, wenn einer einfach nur so was Ähnliches anzieht, nicht wirklich sich Mühe gibt, sondern einfach irgendwas klatscht und dann einfach Katzenohren anzieht. Genau, und dann sagt, ich cosplaye. Weil da denken sich auch die Leute, was ist denn das für ein Scheiß? Aber Leute, die sich wirklich Mühe geben, sowas, sieht man seltener. Was ich halt auch doof finde, ist also erstens, dass man halt merkt, dass viele hier keine Ahnung von Comics haben, weil die halt ankommen, irgendwie, ja, du bist Batgirl, und ich sag, nee, Batroom, dann so, ja, kenne ich nicht, ich gucke nur die Filme oder Spiele oder so. Und halt auch, dass es krass viel nur mit Anime-Manga-Zeug ist. Also das fällt mir immer mehr auf, dass es so wenig an Comic-Sachen gibt und so viel Anime-Zeug. Ist das jetzt schlecht für den Comic-Nerd oder eigentlich gut, weil immer mehr neue Leute rekrutiert werden, die sich das Medium vielleicht langfristig dann auch mal antun? Ja, so gesehen, also nicht wirklich gut, weil ich habe noch nie mitgekriegt, dass jemand Comics liest, weil er auf Comic-Con war. Die hingehen, entweder gehen sie hin, weil sie die Filme und so mögen oder... Weil natürlich die auch Comics mögen, aber oder halt welche, die für diese Anime-Sachen da sind, weil das ja auf jeder Convention extrem ist. Aber also die meisten, die ich kenne, die Filme und so gucken, wenn ich die frage, warum sie die Comics nicht lesen, sagen sie ja, warum, die gucken doch die Filme, das reicht doch. Also dann doch eher so für Mainstream-Publikum hier, das auch unterwegs ist. Eine Frage noch, wie sieht das denn aus jetzt angesichts, ich glaube es sind 40 Euro für ein Ticket pro Tag, ich weiß gar nicht genau, oder sind es 30? Findet ihr das angemessen? Ist das, und wie sieht es auch generell aus? Vielleicht habt ihr euch immer hier was mit Nudeln geholt oder generell, wie sind die Messepreise? Was ist so euer Eindruck von der ganzen Sache? Also, ich finde es halt hart, dass es Wochenende 40 Euro kostet für eine Halle und dann so Sachen wie Autogramme schon bei dem einen irgendwie nochmal 40 Euro. Das ist einfach ein Blatt Papier mit seinem Namen drauf. Und dafür so viel Geld nochmal drauf zahlen, finde ich einfach assi. Das soll ja üblich sein, jetzt keine Ahnung, ähnliche Conventions rufen da ähnliche Preise auf. Ich glaube, das ist halt ähnlich. Also es kommt definitiv auf die Convention an. Die Comic-Cons sind ja alle von dem gleichen Veranstalter, der ist tatsächlich unter den teuersten. Die teuerste in Deutschland ist die Animagic in Bonn, da zahlst du für 4-Tagesticket 80 Euro. Also die ist schon heftig. Es gibt aber auch ganz viele, beispielsweise die Dokumi, die über Crowdfunding läuft, die halt einen Grundpreis hat und man dazu regeln kann, wie viel man gerne bezahlen möchte. Aber Messeessen ist auf jeder Messe teuer. Deswegen habe ich mir das mittlerweile abgewöhnt, auf Messen Essen zu kaufen, sondern habe immer Essen mit. Ihr habt ja gesagt, ihr wart schon auf mehreren dieser Veranstaltungen und würdet ihr wiederkommen nach Frankfurt? Ist es interessant heute, euer erster Eindruck, wenn ihr schon ein kleines Resümee ziehen wollen würdet? Gut, wir sind ja alle drei morgen wieder da. Es ist jetzt tatsächlich meine erste Comic-Con Germany. Es gibt ja mehrere Standorte. Ich würde wiederkommen, aber wahrscheinlich dann nur im Comic-Cosplay, weil alles, was irgendwie nicht Comic-Cosplay ist, wird dann doch nicht so wirklich erkannt oder wertgeschätzt.
Ja, also von mir ist es ja sowieso nicht so weit weg. Wäre es jetzt zum Beispiel wieder in Dortmund, dann vielleicht nicht, weil es einfach zu weit weg ist. Aber ansonsten, ja. Ja, ich komme auf jeden Fall wieder, ganz einfach, weil es halt in der Nähe ist. Wie sie schon gesagt hat, Dortmund würde ich nicht nochmal hinfahren, weil das war einfach scheiße. Also da, die hatten schon vorher Probleme, dass irgendwie die Hälfte der Stargäste abgesagt haben. Und dort an sich war halt auch einfach richtig wenig mit Comics. Es war fast nur Star Wars und Anime und Serien, so Walking Dead und sowas. Was gut, es sind ja auch Comics, aber es geht halt um die Serie immer. Und ja, also hier schon, aber jetzt die weiter weg nicht so. Okay, und dann vielleicht noch eine letzte Frage. Dieses, was ja relativ neu ist, diese Geschichte mit diesen Influencern, also YouTube-Stars, keine Ahnung, was für Internet-Stars. Was ist eure Meinung dazu? Kennt ihr die? Wer ist das? Keine Ahnung, also ich kenne keine YouTuber. Keine. Seid ihr nicht influenced? Ich kenne keinen YouTuber, sorry. Nee, ich weiß nur, dass dieser eine, irgendwas mit Kuro, der war auf der FBM und der wurde scheinbar rausgeworfen, weil der Spast meinte, während dem Cosplay-Contest sich ein Mikro zu nehmen, auf die Bühne zu rennen und anzufangen, irgendwelche Serien zu spoilern. Der war da voll stolz drauf. Also mehr weiß ich nicht über die YouTuber. Das ist kein Comic. Also der steht ja mehr so für Mangas. Und ich habe keine Ahnung, was der Typ überhaupt macht. Der war nämlich auch auf der Dortmunder Comic-Con. Da haben wir den doch gesehen, wo da irgendwie eine riesenlange kreischende kleiner Mädchen stand für diesen einen YouTuber. Also YouTuber, was Comics betrifft, habe ich mir bis jetzt noch nicht angeguckt. Glaube ich auch nicht. Also die hier sind, haben alle nichts mit Comics zu tun. Ja, das war einer der Kritikpunkte vorab. Klassische deutsche Comic-YouTuber, da gibt es eine ganze Menge, die sind auch sehr gut und die haben auch total Plan, sind nicht eingeladen als Influencer. Also der eine oder andere hat gemeint, der kommt privat her, den werden wir uns heute noch für die Kamera ziehen, aber, für die Kamera vors Mikro ziehen. Aber das Klassische, also ich weiß nicht, wie viele Comics die Influencer dort vorne alle gelesen haben, möchte ich mal sagen. Die meisten glaube ich keine. Also das ist nicht mal wirklich böse gemeint, sondern einfach, die sehen halt nicht aus, als würden sie hier so hingehören. Ich meine, da waren jetzt irgendwie zwei Weiber, die haben gesungen mit einer Gitarre und sowas, was halt auch einfach nichts mit der Convention zu tun hat. Wobei, also aus Marketinggründen mag es nachvollziehbar sein, die einzuladen. Die haben viele Like, viele Follower, viele Klicks. Also wie ich das gehört habe, haben die meisten von denen nicht mal wirklich viele Follower. Okay, wir sind gespannt. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß heute und morgen. Gell? Ciao. So, ich habe hier nun jemanden, der hat offensichtlich denselben Schneider wie ich. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Gérard ist mein Name. Hallo Gérard, du bist hier Gast, richtig? Ja, ich bin mehr als Gast hier. Seit wann bist du schon da und wie sind deine ersten Eindrücke von der Veranstaltung hier? Also ich bin seit Samstag da, so ab 10. Und meine ersten Eindrücke sind sehr, sehr positiv. Was ich toll finde, so, es ist gut besucht, aber nicht zu voll. Das ist so genau mein Ding. Kann man gut atmen. Anderen ist es zu leer und zu klein. Also auch mal schön, da mal positive Stimmen zu hören. Okay. Was hast du denn gestern schon so angeguckt? Was waren gestern deine Highlights? Mein Highlight war für mich auf jeden Fall der Gotham-Cast, die sehr sympathisch und sehr witzig sind und viel erzählt haben. Und ja, und ich habe so, ja, noch ein Foto mit dem Darsteller von Butch Gazin gemacht und das finde ich auch ganz toll. Richtig witziger Typ. Wie ist so deine Meinung zu den Preisen, die aufgerufen werden? Also der gewohnte Con-Gänger ist, für den ist es, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel. Was ist so deine Meinung zu Preisen für die Autogramme und für die Bilder? Ist es für dich okay? Also ich finde es okay. Also ich mal so vergleichsweise bei einer anderen Con geguckt, da sind sie teurer. Also ich fand es in Ordnung, muss ich sagen. Okay. Und sind es für dich vor allem die Ferien, die Serien- und Filmstars, die dich herziehen, oder sind es vor allem vielleicht auch die Comicverlage? Also in dem Fall muss ich sagen, eher die Serien. Bei Comics, da bin ich so ein bisschen am Schwanken. Da gibt es irgendwie mehr oder weniger nur zwei Stände so davon. Und ja, also ich habe das Gefühl, es geht sehr, sehr viele Serien. Es könnten mehr Comics sein. Du bist erst ja auch interessiert an Comic-Ständen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wie sieht es aus mit Cosplay? Hier rennen ja einige rum, die ganz geile Cosplay-Geschichten, also geile Cosplay-Sachen haben. Unter anderem haben wir gestern auch einen Cosplay-Wettbewerb. Hast du den verfolgt? Nein. Also ich schaue es gerne, wenn sie an mir vorbeigehen und so Zeug, aber so jetzt so, ich setze mir hin und gucke mir das an, das ist nicht ganz so mein Ding. Wie viele Harley Quinns hast du gestern gezählt? Also gerade ist mein 20 Harlequins und 15 Jokers, aber ich hoffe, ich habe niemanden doppelt gezählt. Ja, geht auch ganz schnell, dass man sich da mal verzählt. Dann eine Frage noch, vielleicht kurz zum Schluss. Und zwar geht es mir um diese Influencer, die Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Vorne ist ja anstatt mit YouTubern sind es, glaube ich, sogenannte Influencer. Sagt dir das irgendwas oder kennst du vielleicht sogar jemanden davon? Nee, sagt mir leider gar nichts. Ich habe auch mich ein bisschen wenig mit dem Programm beschäftigt, bin einfach so hergekommen, so zu gucken. So. Ja, habe ich leider jetzt nichts mitgekriegt, worum es da jetzt genauer geht.
Wir geben uns auf der Internetseite immer so Punkte zwischen 1 und 5 Punkten. 5 ist fantastisch, 1 eher so mau. Wie würdest du die für die Comic-Con hier, die German Comic-Con in Frankfurt, bewerten? 4. Vielen Dank für deine Zeit. Jo, danke. Ciao. Ciao. So, ich habe jetzt 4 Ladies aufgeschnappt, die definitiv auch zum Teil cosplayen. Ihr seid hier Gäste, richtig, oder? Ja, das ist richtig, ja. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Unterschiedlich. Also viele von uns kommen von Wiesbaden und andere kommen aus Rheinland-Pfalz, so in der Richtung. Seid ihr heute den ersten Tag da oder wart ihr gestern auch schon hier? Das ist der erste Tag heute. Und was habt ihr für Erwartungen? Was glaubt ihr, erwartet euch hier bei der German Comic Con Frankfurt? Also eigentlich wäre Erwartung, exklusive Comic-Artikel wie zum Beispiel Figuren oder sowas zu bekommen. Und ich denke mal auch so ein bisschen Stars und Sternchen aus der Szene zu sehen. Aber ich glaube, am interessantesten sind Comics an sich und Figuren, die man vielleicht nicht überall bekommt. Ja. Habt ihr euch informiert, wer kommt, wer an Stars da ist und wann die Panels so jeweils starten? Ehrlich gesagt haben wir uns gar nicht so wirklich informiert. Wir haben eben den einen Schauspieler von Gotham gesehen. Das war's dann aber auch schon. Also habt ihr auch diese Interviews und diese Panels davon anzugucken? Auf der Hauptbühne? Nur zum Teil. Also kommt vielleicht drauf an, wer gerade redet und ob es gerade in den Plan reinpasst. Aber primär sind wir, glaube ich, wirklich für... Schön gesagt, Merchandise, Spielzeug, Figuren und sowas hier. Wenn die Stars an sich irgendwie im Cosplay kommen würden, also quasi als deren Charaktere, wäre das natürlich super cool und ich glaube, dann wird man es auch angucken, aber ansonsten sind wir nicht ganz so starverliebt. Und gibt's da irgendwie einen Merchandise-Stand, den ihr schon mal ins Auge, im Blick gefangen habt, wo ihr schon mal geguckt habt, okay, das will ich mir unbedingt kaufen, das ist geil, der hat die geile Figur, oder du hast jetzt auch von einem anderen Merchandise gesprochen. Habt ihr schon da einfach mal eine Runde gedreht? Ja, wir haben schon eine Runde gedreht, aber ich habe jetzt nicht direkt was gefunden, wo ich sage, ah ja, der Stand, der ist super. Also jeder hat so seine eigenen kleinen Sachen, die interessant sind. Aber ich könnte mich jetzt nicht auf einen Stand direkt festlegen. Wobei hier ganz interessant ist, dass hier ganz coole Künstler eigentlich unterwegs sind. Ja. Also das, was an Merchandise, muss man ehrlich sagen, hier ein bisschen fehlt. Also wir waren bis jetzt auf den meisten Comic-Cons so verteilt und... Ich muss sagen, das Merchandise-Angebot ist hier am wenigsten gewesen, aber ein paar Zeichner stechen schon raus, die sind ganz cool und ich glaube, da werden wir die auch ein bisschen noch weiter verfolgen, weil wir Karten mitgenommen haben. Wer jetzt genau, wir hatten die gestern vermutlich auch alle im Interview schon gehabt, wir sind auch eher so aus der Comic-Schiene und haben also tendenziell auch eher so den Comic. Habt ihr da irgendeinen, also zum Beispiel der Kollege Uhlenhaut ist ja da oder die Jungs vom Next Art Verlag sind da, Plam Plam Productions ist am Start. Seid ihr auch so die Comic-Leser? Comics, ja, aber ich habe den Namen ehrlich gesagt vergessen, wo wir eben davor standen. Okay, also ich möchte, lasst euch mir so auf euch zukommen und wollt einfach einen coolen Tag haben. Also so, mir aufgefallen ist auf jeden Fall das Yakuza-Art. Ja. Yakuza-Art, ja, mit diesem asiatischen Anime-Richtung, genau. Da sind, Manga-Richtung, genau. Anime quasi im neumodernen Comic-Stil, das war eigentlich ganz geil. Okay, aber ihr seid Comic erfahren oder Comic-Con erfahren vor allem auch, wie ich gemerkt habe. Ihr habt schon einige eine oder andere mitgenommen. Wir vergeben bei uns immer so Punktzahlen zwischen 1 und 5. 5 ist fantastisch und 1 ist mehr so, nur. Oh, gibt man eine Punktezahl zwischen 1 und 5 ab? 3. Würde ich auch sagen, ja. Einheitlich 3, ja. Einheitlich die 3. Also wir haben jetzt halt, glaube ich, jede Comic-Con, welche von uns außer Berlin, glaube ich, haben wir alle mitbekommen. Und von denen aus ist einfach hier 2,5, 3, muss man so hart sagen. Okay, dann vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch noch einen verdammt geilen Tag. Ciao. Ciao. Jetzt sitze ich hier gerade bei der Comic Stage und habe hier zwei Herrschaften gefunden, die ganz offensichtlich auch so ein bisschen aus dem Nerd-Spektrum kommen. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid denn ihr? Ich bin Sonja und ich mag Star Trek, aber auch viele andere Sachen. Ja, ich bin Sebastian von Trexon Newsletter, Incoming Message. Sehr gut, da gehen wir am Ende auf jeden Fall nochmal auf die URL ein, damit wir genau wissen, wo wir das alles herbekommen. Was haben wir denn da gerade gesehen und wie hat es euch gefallen? Star Trek New Voyages, die Folge Kitumba, und die hat uns super gefallen. Sehe ich genauso, war sehr, sehr interessant. Bist du generell in wenigen Worten euer Eindruck von der Convention? Ja, etwas kleiner als in Dortmund, aber okay. Ja, gefällt mir sehr gut. Auf so einer Skala von 1 bis 5, 5 ist geil, 1 weniger? 5. Ja, 4. Okay, sehr. Und ihr seid jetzt hier so offensichtlich auch ein bisschen im Star Trek-Outfit unterwegs. Wie ist so euer Eintritt, wie ist Star Trek hier vertreten, auch mit Cosplay und generell, wie fühlt ihr euch bedient? Ja, also wir haben schon einige andere in Uniformen gesehen. Ja, dem kann ich mich anschließen. Also es könnte ein bisschen mehr sein, aber ja, es ist halt so, wie es ist. Also, ja, gefällt mir. Und ihr seid auch hier eher bei der Nerdbühne als weniger vorne bei den Stars? Bis jetzt ja, aber wir gucken uns nachher auf jeden Fall den ganzen Riss noch an.
Ja, also Star Trek Stars waren ja dieses Mal keine dabei, von daher waren wir hier ganz gut bedient mit New Voyages. Okay, prima. Und du hattest gemeint, du bist von irgendeiner, von irgendeiner Organisation Star Trek-mäßig unterwegs. Habe ich das falsch verstanden? Irgendwie ein Fanclub oder sowas? Nee, das ist kein Fanclub, das ist mehr eine Internetplattform. Nochmal, wie heißt die? Und da verlinken wir auf jeden Fall und posten auch. Trekson.net. Alles klar, dann vielen lieben Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch, ciao. Gern geschehen. Der Sonntag neigt sich langsam dem Ende. Die Sonne geht, die Wolken kommen. Ich stehe hier draußen mit zwei Damen, die offensichtlich gecosplayt sind. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Ich bin Lisa. Ich bin Sandra. Hallo Lisa und Sandra. Als was seid ihr heute unterwegs? Als Poison Ivy. Und ich als Harley Quinn. Seid ihr so richtig Cosplay-Fanat und seid auch viel unterwegs damit oder ist es heute eine Ausnahme? Nee, eigentlich ist es eher eine Ausnahme. Es ist unsere erste Comic-Con. Seid ihr aus der Region, aus Frankfurt oder Umgebung? Nee, aus der Nähe von Hannover. Und eigentlich wollen wir nur so ein paar Impressionen einfangen, wie es euch gefallen hat, was ihr, nachdem ihr den Tag jetzt hinter euch habt, was ihr vielleicht sogar erwirtschaftet, also hier gekauft habt, wie es euch gefallen hat, was eure Eindrücke sind. Es ist genau wie für uns die erste Mal, dass wir auf der Con sind. Was sind eure Eindrücke? Also der erste Tag war Reizüberflutung pur. Und jetzt heute waren wir mehr shoppen und einfach nochmal ein bisschen rumgucken. Und für dich auch? Ja, gestern war einfach Kostüme gucken, so ein bisschen gesehen und gesehen werden. Und heute haben wir dann unser Geld ausgegeben. Habt ihr auch die Stars angeschaut, die Panels von den Filmschauspielern und Serienschauspielern? Ja, wir haben uns die Schauspieler von Gotham angeguckt. Das war auch so der Grund, weshalb wir hier nach Frankfurt halt gekommen sind und nicht nach Hannover gegangen sind. Das ist recht viel, auch so Batman-lastig, kann man ja sagen, sowohl vom Cosplay als auch was die Schauspieler so anbetrifft. Was habt ihr denn so mitgenommen? Was sind so eure, was habt ihr erwischt? Viele DVDs und natürlich Batman-Bilder, Poster für zu Hause. Ja, cool. Alles fürs heimische Wohnzimmer, genau. Zum Schickmachen. Genau. Ja, also keine Ahnung, was habt ihr denn so an Cosplays gesehen? Was waren so eure persönlichen Highlights an dem, was hier so unterwegs gewesen ist? Oder habt ihr vielleicht auch einen Blick auf die Comics mehr geworfen? Es sind ja auch Autoren hier und Zeichner. War das für euch ein Thema? Ich habe mal so ein bisschen rüber geguckt, aber mich haben mehr die Kostüme interessiert. Ja, bei mir genauso. Bei dir auch. Ja. Du bist ja heute hier als Harley Quinn verkleidet. Da Harley Quinn gab es ja jetzt verschiedenste Versionen von Harley Quinn, auch gestern schon zu sehen. Was hast du da so mitgenommen? Wie waren so deine Eindrücke von den Harley Quinn Cosplays? Ja, ich muss sagen, gestern waren sehr viele, heute ein bisschen weniger und von den Kostümen her war es, das meiste war entweder aus dem Comic, das Schwarz-Rote, oder halt natürlich jetzt aus dem Suicide Squad-Version, ne? Genau, ja. Und habe ich auch ein Shirt zu Hause, hätte ich auch machen können, aber ich dachte mir, so ein bisschen was anderes, dann fällt mir doch. Du bist auf jeden Fall deutlich individueller als viele andere hier unterwegs sind, ganz sicher. Danke. Habt ihr diese Influencer-Geschichte mitgenommen? Wisst ihr, was das überhaupt ist? Nee, wir sind zwar dran vorbeigegangen, man weiß ungefähr, hat was auch mit YouTube, glaube ich, zu tun, aber sonst haben wir da nicht viel von gesehen, mitgekriegt. Also habe auch nicht so genau die Ahnung. Wir versuchen noch jemanden vor das Mikro zu bekommen, um mal zu gucken, um uns mal klären zu lassen, was ein Influencer eigentlich ist. So richtig weiß es leider noch keiner. Wir vergeben immer für alles, was wir rezensieren, sei es Comics, Filme, Serien, whatever, immer so ein Punktesystem. Ja, so von 1 bis 5. 5 ist fantastisch und 1 ist eher so mau. Wie würdet ihr die Veranstaltung heute bewerten? Und gestern auch? Ach, ruhig eine 5. Mhm. Würde ich auch sagen, 4 bis 5. Da das ja unsere erste Comic-Con war, war es natürlich super. Ihr kommt die Fotos mit den Stars sind ein bisschen teuer. Ja, das sind die Autogramme und so, das kostet ein bisschen, ne? Ja. Also gerade jetzt hier der Pinguin von Gotham, das sind natürlich Preise, das ist schon heftig. Ich kann das gar nicht so gut vergleichen, ob das vielleicht sogar, also sagen wir so, die Größenordnung ist, glaube ich, üblich so in dem Convention-Bereich, so mit Schauspielern und so. Aber ihr habt jetzt 5 von 5 Punkten vergeben, also heißt es, ihr seid nächstes Jahr auch wieder am Start. Der Folgetermin für Ende April nächstes Jahr steht auch schon. Kommt ihr wieder? Ob wir jetzt hier nach Frankfurt kommen, wissen wir nicht. Wir werden dann gucken, wer halt auf welcher Convention ist. Und danach werden wir uns dann richten, wo wir dann hinfahren. Und bei dir auch? Ja, genau. Sehr gut, dann danke ich euch vielmals für eure Zeit. Und viel Spaß noch. Schöne Heimfahrt. Dankeschön. Dankeschön.
Wir stehen hier immer noch draußen, atmen ein wenig frische Luft und haben jetzt hier eine etwas größere Gruppe an Besuchern der Convention am Start. Hallo, ich bin der Andi, wer seid denn ihr? Auch Andi. Ich bin der Toffe. Bumble. Michael. Hi, und wer bist du? Der Lukas. Hallo. Sag mal, wie hat's denn euch so gefallen? Was habt ihr hier so mitgenommen? Was sind so eure Eindrücke aus dem Bauch raus? Naja, also ich fand's schon spitze. Eben allein die Sons of Anarchy, mal die Jungs so live zu sehen. Ansonsten zu wenig Geld dabei gehabt, ne? Ja. Das muss man mal sagen. Nö, aber so kann so weitergehen, darf aber gerne auch noch wachsen. Darf also, wachsen, ja. Ja, man merkt schon, dass es natürlich ein kleiner Ableger ist von dem Jungs in, wo ist es immer, San Antonio? San Diego ist es immer, ne? Also, aber schon, war schön gemacht. Schenk Frankfurt hat alles gegeben. Tolle Kostüme da gewesen, alles super. Ja, auf jeden Fall, die Cosplayer, der Hammer. Hammer. Und habt ihr euch auch ein paar Stars angeschaut, Autogramme vielleicht geholt oder die Panels angeschaut? Eben nur das Sons of Anarchy Panel. Ansonsten die Stars aus der Entfernung. Gucken, wie gesagt, Kohle ging für T-Shirts drauf. Ja. Ja, ist immer auch sehr Merchandise-lastig, also man kann sich ja viel Krams kaufen. Ich meine, das andere haben wir da vielleicht so dabei. Hast du auch was gefunden, was dir gefallen hat? Ja, die ein Zelda-Schild und das Master-Schwert von Zelda. Das Master-Schwert und das Schild von Zelda. Bist du Zelda-Spieler? Nein, ich spiele nicht Zelda, aber mein Papa spielt Zelda und ich gucke gern zu. Das ist ganz toll. Du trägst auch ein ganz tolles Kostüm. Was trägst du denn für ein Kostüm? Ein Batman-Kostüm. Ein Batman-Kostüm, das ist klasse. Hast du auch die ganzen anderen Batmans und Robins hier gesehen? Ja. Ja. Aber du wolltest nicht zu den Mädels von DC, ne? Nee. Du wolltest nicht zum Gruppenbild. Nee. Er wollte nicht zu Harley Quinn und Poison Ivy und alles. Ja. Nächstes Mal. Seid ihr nächstes Jahr wieder dabei? Es gibt wohl schon einen Folgetermin jetzt für Ende April nächsten Jahres. Ist das was am Start ist? Auf jeden Fall vorgemerkt, ja. Sehr gut. Als Nerd muss man das wahrnehmen. Ist ja auch schön, dass mal hier was im Umkreis ist, sonst musstest du nach sonst wo fahren. So die letzten 2 Jahre, wenn überhaupt. Und also ich war auch begeistert, als auf einmal hieß Frankfurt. Und dann kamen noch Ryan Hurst und Kim Coates. 1A. Ein paar andere noch dabei. Also sind es für euch vor allem eher die Schauspieler, die euch hierher gelockt haben und jetzt vielleicht so weniger die Comics und die Verlage? Ich bin auch derbe Comic-Fan und habe auch ein ganzes Regal voll und keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro da schon investiert. Also das generell drumherum. Die Stars tun keinen Abbruch, das ist nochmal geil, die auch mal live zu sehen. Noch so jemand so was Schönes wie die Lisha Witt oder sowas mal live. Schon toll. Aber die Comics habe ich mir auch angeguckt. Was ist dir aufgefallen, comic-mäßig, als Quellenmedium sage ich immer, also die Comics sind ja vielleicht jetzt nicht vollumfänglich hier vertreten gewesen, gerade die großen Verlage waren ja nicht da, sondern eher so die kleineren Künstler. Was sind da so eure Eindrücke, was würdet ihr euch vielleicht wünschen? Dass Marvel und DC irgendwie mal so einen eigenen Stand hat und die Verlage wie Splitter, also die verkaufen ja gerade Unmengen an Comics, dass die da nochmal dabei sind nächstes Jahr. Das wäre super. Gerade als Pioniere so im deutschen Comicgeschäft hätte eigentlich Splitter hier sein sollen. So, ne? Überlegt, die sind jetzt seit über 20 Jahren, ne? Machen die jetzt, hatten die halt wirklich hier Image-Comics und alles in Deutschland hoch und das wäre schön gewesen, wenn die dabei gewesen wären, bestimmt. Ja. Es muss sich auch immer dann auch lohnen, entsprechend dann auch für die Verlage herzukommen. Ich weiß nicht, habt ihr dann heute auch zum Beispiel einen Comic gekauft? Das wäre ja ein Anreiz. Nee, das nicht. Da muss ich aber sagen, weil ich auf E-Comics umgestiegen bin, aus Platzgründen zu Hause, ganz einfach. Ich habe jetzt die Dinger auf dem iPad und ja, aber wie gesagt, ich steige so alle 5 Jahre mal wieder neu an, jetzt mit DC Rebirth gerade wieder. Sehr spannend. Ja, aber wie gesagt, die Großen dürften sich mit dem kleinen Stand auch mal hier hinstellen. Das wäre ja nicht schlecht gewesen. Ja, ja, gerade diese Rebirth war bei uns jetzt auch im Podcast ein großes Special gewesen, auch dazu. Also wenn du sagst, du bist auf E-Comics umgestiegen, dann Comicsology vor allem oder auch die Humble Bundles oder was genau? Also ich bin da auf der Marvel-App und sowohl auf der DC-App, je nachdem, und suche mir da dann raus, was ich brauche. Die Comicsology kenne ich zwar, da habe ich mich aber noch nicht so ausgelebt. Also ich gehe dann direkt zu den Verlagen und da weiß ich, was ich finde, was ich suche und wo ich es kriege und überhaupt. Man macht den Eindruck, als wären es vor allem die englischsprachigen Verlage, also direkt an Marvel und DC, also quasi der Ausgangsverlag und jetzt weniger die deutsche Publikation, die dann natürlich vielleicht eher hier wäre. Ja, das stimmt schon, aber ich bin halt wirklich mehr so der Superhelden-Man und insofern DC ist da das Größte und die wären halt toll. Ich meine, es gibt klasse deutsche Comic-Künstler, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch da so ein paar Jungs angeguckt und die Arbeiten war schon richtig klasse. Aber muss ich echt zugeben, da bin ich dann doch immer bei der Amis hängen geblieben, bei den Originalen. Das heißt, wenn jetzt so ein Jim Lee hier wäre oder gar ein Stan Lee oder so, dann wäre das ein Grund mehr für dich zu kommen. Auf jeden Fall, da würde ich mich hier festketten. Jim Lee wäre super. Oder wie heißt er? Craig Capullo zum Beispiel. Ja.
genial, so Jungs. Oder wenn sich mal, na gut, Frank Miller ist utopisch, aber wenn der hier auftauchen würde, würde ich eine Messe feiern. Also das wäre schon stark. Okay, eine letzte Frage noch, bevor ich euch dann entlassen kann. Wir vergeben immer so Punkteskalen, ja, so von 1 bis 5. 5 ist total fantastisch und 1 eher so mau. Was würdet ihr der Veranstaltung, die ihr heute miterlebt habt, für eine Punktezahl geben? 3,5. Genau, wie gesagt, Luft nach oben. Luft nach genau, oben. Genau. Weil ich denke, Frankfurt kann mehr und da ist noch viel, viel drin. Ich hätte auch 3,5. Aber dafür, dass es das erste Mal hier ist, ist es schon okay. Also das ist, wie gesagt, aber Luft nach oben. Hoffentlich spricht es sich noch ein bisschen rum, dass dann nächstes Jahr noch ein paar mehr Leute kommen. Das soll auch für die Veranstalter und halt eben, wie du vorhin gesagt hast, auch für die Verlage lohnt. Dann vielen Dank für eure Zeit und schöne Heimreise noch. Gell? Ciao. 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 Viel Spaß noch.